Willkommen zu einem neuen Video auf Family Farm, meine Lieben. Wir sind unterwegs, meine Crew da hinten, der Robert, Millet ist gerade vorbei. Wo sind die anderen? Ah, da kommen sie, guck mal. Semra und Arif. Haben wir mit an Bord diesmal. Wer darf jetzt fahren? Wer? Der Arif? Ja. Auto fahren. Also, LKW-Fahrer, darfst ran. Wir fahren nach Brixen, Melanderhof wieder mal. Und da geht's wieder rudeln. Für den Robert? Für mich auch. Für Mama auch, die fährt auch. Naja, ich überlege mir noch. Ich hab noch gar keinen Plan. Ich mache es mir lieber gemütlich. Kalt ist es auf jeden Fall hier. Und wir haben noch 200 Kilometer vor uns. Angekommen in Melanderhof. Die Emma kommt nachher, gell? Muss ein bisschen warten auf die Emma. Die Emma ist mit der Mama unterwegs. Ich glaube auch mit den Schwestern. Und mit der Schwester, genau. Viele kennen sie ja schon. Was ist mit dir los? Schlafen oder was? Und du? Willst du gleich wieder zurückfahren oder was? Du wartest da. Wir haben jetzt ein bisschen Hunger, gell? Kaffee brauchen wir, Hunger. Jetzt sind wir im Zimmer angekommen. Schaut mal, wir haben diesmal ein ganz anderes Zimmer bekommen als wie beim letzten Mal. Wemmeley, und? Schmeckt die Schokolade? Aber zartbitter. Zartbitter? Oh, diesmal sieht es anders aus. Ja, aber schön. Und jetzt, meine Lieben, hier fehlt ein Koffer. Millet und mein Koffer hat mein Mann im Schlafzimmer stehen gelassen. Ich habe gar nichts zum Anziehen. Millet hat gar nichts zum Anziehen. Wir sind aufgeschmissen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mit der Renate mir packen, wenn sie Zeit hat, hier aber und shoppen gehen. Aber das Gute ist, ich ziehe von Emma einfach. Du kannst von Emma Sachen anziehen, aber ich nicht. Ich habe gar nichts. Weder Kamm habe ich, weder Socken, weder Unterwäsche, weder Hosen, gar nichts. Pech gehabt, gell, Robert? Ja, ich habe jetzt Pech. Das kostet einen Haufen Geld. Ja, leider. Leider ist es so. Normalerweise trägt der Roboter mit dem Koffer runter, sagt er zu mir, hast du alles vom Schlafzimmer? Sage ich ja, und dann fehlt der Koffer. Hast du im Auto nachgeschaut? Vielleicht ist er doch im Auto. Nee. Toll. Ich habe bis zwei eingeladen. Da ist es hier. Emma ist da. Emma ist da. Gehen wir runter, oder? Sie kommt. Wir sind jetzt vom Rodeln zurück, meine Lieben. Nein, nicht filmen! Ach komm, du hast doch Hose drunter, hör auf! Ja, die Piste war ein bisschen eisig heute. Ja, weil Kunstschnee drauf war, gell? Ja, ziemlich gefährlich. Ja. Rechts und links ist natürlich kein Schnee und wenn man mal von der Bahn abkommen sollte, dann wird es hart. Und ich bin mit Robert gefahren, ich bin mit Rodeln. Die Bahn ist so eisig, dass man es kaum verbremst, zu zweit auf dem Schlitten. Ja gut, dass wir Millet nicht mitgenommen haben. Das war jetzt eine gute Entscheidung und die Mädels sind da draußen, die zeige ich euch jetzt mal. Schaut mal, wenn wir von unserem Zimmer hier rausgehen, ist hier der Aufenthaltsraum gleich. Und bei uns ist die Tür die ganze Zeit offen, gell? Robert zieht sich um und da sitzen die Mädels. Was macht ihr? TikTok. TikTok, oh, oh, oh. Ich habe gemeint, ihr macht Klatschspiele hier. Das geht ja mal gar nicht, TikTok, aber egal. Nein, das dürfen sie. Jetzt geht es dann gleich zum Abendessen runter. Jetzt zeige ich aber Robert nicht mehr. Sieht man den im Spiegel? Nein. Hallo, Mann. Ich schon, ich habe. So
Wir sind ja ganz besondere Gäste. Das sind privat. Wir müssen außerhalb essen. Ihr dürft's außerhalb essen. Ich setze mich doch in den Hauch hin. Das ist echt schön gedeckt, danke. Genau. Du, eins wollte ich noch sagen. Nicht, dass du denkst, wegen dem kommen wir immer wieder. Wir kommen nicht mehr. Kommst du trotzdem immer? Er hat gesagt, der kommt einmal noch. Einmal noch. Aber Salat hast du auch, gell? Ja. Jetzt sind Emma und Millet auch zu Tisch bei uns. Wo wart ihr heute? In der Stadt. In der Stadt. Wir haben Frozen Eis gegessen. Heiß. Essen ist heiß. Ja. Ah, Ding frei. Bad könnt ihr nicht reingehen, weil es zu voll war. Ja. Haben sie euch nicht reingelassen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Eis genommen und ihre Nase geschnitten. Wir haben voll viel gelacht. Ja? Toll. Nach dem Essen versammeln wir. Du alte Schauspieler, du, der schläft gar nicht, der tut bloß so. Wir sind jetzt total müde von der Fahrt. Semra ist von der Nachtschicht gekommen, hat noch gar nicht geschlafen, ganzen Tag. Millet ist unterwegs mit der Emma, wir wissen nicht, wo unsere Tochter ist. Schwunden, wie immer, im Melanderhof. Und der Robert da hinten, kämpfst du auch mit dem Schlaf? Ja, ich bin auch müde. Ja. Du bist auch müde? Ja, okay, wir sitzen hier noch eine halbe Stunde ein bisschen rum. Und dann gehen wir ins Bett. Und das war jetzt unsere Anreise hier, meine Lieben. Und in 2 Tagen kommt ein neuer Vlog hier vom Melanderhof. Und da wird der Robert dann mal zeigen, wie er rodelt, oder? Doch, doch. Ich versuch's aufzunehmen. Du dein GoPro bitte hier an deinen Bauch binden oder an deinen Kopf, dass die hier mal ein bisschen sehen, wie es da aussieht. Weil heute ging es einfach nicht. Die Akkus waren nicht geladen und so weiter. Aber es kommt noch. Auf jeden Fall dranbleiben. Bis die von der Piste die nächsten Kinder abschießen. Nein, Spaß. Also meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis 2 Tagen. Tschüss.